Ja, du musst auch mal Hallo sagen. Ja, dann. Hallo sagen. Willkommen zurück zum Let's Play Borderlands 2. An meiner Seite immer noch die drei tapferen Musketiere, die sich auch gerade sehr tapfer geschlagen haben. Ich bin tapfer tot. Tapfer tot, drei HP. Also fast tot. Ich bleib auf dem irgendwas. Ja. Und mach mal hier noch ein bisschen Banditen-Action, würde ich sagen. Brauchst du relativ lange zum Nachladen, machst du aber dann ganz schön mit Verbums. Ja, ich brauche auch Munition. Der NPC und ich brauchen Munition. Ah ja, und da ist jetzt auch der von dem Macromancer sozusagen. Das Petzen werden übrigens wo denn? Ach da. Ne? Ist die da noch hinten? Wir haben nicht einen Schuss. Der macht mehr Schaden wie ich. Ne, bei mir auf der Kanone steht einer. Die Kanone sehr schnell beim Umdrehen. Vögel. Das meist. Raus. Rap, rap. So geil, wie der die Knarre wegschmeißt. Okay, ich habe jetzt meinen Geschützturm. Schaden 43, hallo. Okay, wollen wir mal weitergehen, wa? Snoopy ist, glaube ich, Hellspeck. Lass es mal liegen. Ah, das wäre ja schön. Oh, ich hab's selber aufgenommen. Er hat's automatisch aufgenommen. Ich hab nichts gemacht. Nein! Ich wollte es extra liegen lassen. Ja, ist gut. Ja, ist okay. Tja, vielleicht habe ich versucht, vor dem Schockfrost auf Captain Flint's Schiff eine Meuterei anzuzetteln. Was erklärt, warum seine Männer mich im Moment verprügeln? Stimmt's, Leute? Ich brauche vor allem Munition. Okay. Hier ist nochmal Hales. Okay. Boah, das gibt ja echt viel. Vögel greifen da drüben das Camp an. Ich würde sagen, gehen wir mal ein Stück ran und sahen mal die Reste ab. Oh, das hat so lange geklappt, bis Gerd auf die Vögel geschossen hat. dass er immer die Knarre wegschmeißt beim Nachladen. Ah, das ist diese Pistole, die nachladen explodiert, ne? Ja. Hier ist nochmal Hells drinne. Ah, Hells. Ah, da ist Hells. So, mal weiter gucken hier. Richtung Captain Flints Schiff, das wird das da oben wahrscheinlich sein. Oh, der Captain Flint sieht ja ein bisschen aus wie der Lichtkönig. Ein Shootgun-Zwerg. Ich glaube, das ist dein Kumpel. Toll, hoffentlich hat er was dabei. Hey, ich will mal Hallo sagen. Oh, der hat ja, der schmeißt mit Granaten, glaube ich. Und bumm. Ach, Mist. Ach, ich habe jetzt auch so eine Karte, die danach nochmal wirft. Ja, ist ganz witzig. Ist auch schon mal das dritte Mal gestorben und immer wieder aufgestanden. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Ja, der Stand-Modus hilft. Oh nein! Down.
glaube, da oben ist ganz schlecht wegen Kreuzfeuer im Augenblick. Ich habe keine Munition mehr. Liegt in meiner Natur, dass ich von dort bin. Da hast du ja den richtigen, kriegst du ja den richtigen Flug. Bleib bei mir. Bin wieder da. Danke, ja. Werden die Let's Plays wahrscheinlich bei dir auch ein bisschen spannender, das macht ja deine Leitung bestimmt nicht mit. Du, meine Leitung hält sich wacker, ich hab einen normalen Ping, also. Ja, aber dann ein paar Gigabyte bei YouTube uploaden. Ja, das mache ich dann mal eher nicht. Ich könnte sie höchstens aufnehmen und dir schicken. Per Post, das wäre schneller, ja. Genau, per Post. Oder ich lade sie in der Uni hoch. Also generell echt noch ein ganz schönes Munitionsproblem. Ah, finde ich auch. Er ist mit seinem rosa Pet, da würde ich gerade eben schon schießen. Aber wieso bin ich jetzt da oben gefahren? Wie liegst du denn hier? Gerd, rett mich. Hinter Gerd. Ja, wenn das Schild down ist, dann geht's oft ganz, ganz schön schnell. Dankeschön. Boah, Säurebehälter. Okay, und der schreit da? Einfach kein Vergleich. Ja, der schreit hier aus der Tröte. Channel, ja. Immer du eine Frage, Mr. Flint! Ich immer noch Captain Flint. Ich will noch grüne Schilder. Ich droppe die nochmal auf den Hubbogen. Oder eins oder nicht. So. Kommt keiner hinter euch. Ja, also wenn noch wer Schilde braucht. Das ist so ein bisschen wie wenn dieses Sandspiel, wo auch das Geld auf dem Boden rumliegt und zu einem zufliegt, oder? Ach, es macht nur nicht so schön den Bling. Müsste mehr ein Bling-Bling machen. Ja, das Geld muss Bling machen. So, na, was war doch mal. Guck mal, wieder keine Munition mehr. Wir machen wieder ein bisschen mit den Handknauen rum. Rumwerfen. Das Munitionsproblem
Ist ja noch allgegenwärtig. Ih, voll der Lob hier. Film den mal. Ja. Voll das Eklumsklo. Ja, oft kommt da auch Munition raus und so. Das ist ganz witzig. Da war ein Schild drin. Ist hier drin gelassen. Nee, aus dem Klo. Nicht aus dem... Aus der ja, Tür da ist was rausgeflogen im Klo. Ja, aus dem Klo kam was geflogen. Hier, dieser unglaubliche 3D-Fisch. Ich hätte dich wahrscheinlich die Klotür auflassen sollen. Mh, lecker. Kann man da reinbeißen? Kann man, aber ich glaube, da holst schade, du was weg. Schade, nee. Okay. Und woher kriege ich bessere Waffen? Die droppen. Die droppen, ja, die liegen, was? Die liegen halt rum. Die droppen dann entsprechend. Wenn man erstmal in der Stadt ist, in diesem Sanctuary, dann gibt's da auch einen Händler und so für solche Sachen. Ich habe ein grünes Schild gefunden, das zieh ich doch gleich mal an. Also es gibt hier an der Seite auch immer irgendwelche... ja, es gibt so Maschinen, wo du Sachen verkaufen kannst, so. Und kaufen kannst, da sind ab und zu auch mal ein paar Sachen bei, vor allem kann man da später Munition kaufen. So, wollen wir weitergehen? Hätte man denn im einen auch schon kaufen können, glaube ich. Ja. Weiter? Ja, geh mal weiter. Wie sieht's mit der Zeit aus? Ja, ja, passt. Ich glaube schon. Gut. Dann bam. Boom, boom, ist ja schon tot. Ja. Kommt ihr? Das ist schon schick. Ich habe jetzt natürlich die Grafik nicht runtergeregelt aufgrund der Black Angst, aber immer noch schön. Battlefield nicht zu vergleichen, das stimmt schon. Aber ich finde schon ganz nett. So, alle anlegen auf den Killer Marauder und 3, 2, 1. Ich habe jetzt eine Waffe, die Feuerschaden macht, aber die macht so wenig Schaden. Das lohnt sich gar nicht. Ich will alles. Okay. Hier ist, glaube ich, so ein Automat, den man verkaufen kann. Ja, das ist für, aber nicht für Waffen. Also kaufen kann man hier keine Waffen. Kiki's Death Trap. Death Trap, ja. Mhm. Wenn du leben willst, kauf bei mir. Verkaufen. Angebot des Tages. Die Zeit läuft ab. Wie geil. Was habe ich denn hier? 19 und die macht 21. Ja, na gut. Wir haben ein paar Sachen verkaufen. Und dann ist noch was Schickes. 23, 21, 27. Ah, die müsste auch Feuerschaden machen, so wie sie aussieht. Mal noch die pinke einpacken. Und wenn ihr soweit was seid, können wir eigentlich noch ein bisschen weitergehen. Oh, ich bin weit. Ich bin ready. Zeig mir ein paar grüne Pfeile. Vorschlag. Du und Clappy werdet für immer unsere Lieblingsfolteropfer. Und dafür lassen wir euch leben. Überlegt es euch. Lasst euch Zeit. Ich würde sagen, stimmen wir ab. Ich bin dafür. Gut. Dafür, ich bin auch dafür. Lassen uns immerhin dafür am Leben. Obi blockt mich.
Ah, da ist wieder ein Killer Marauder. Entschuldigung, dass ich meinen Fettbergenarsch im Weg gekommen hab, Gerhard. Oh, mach es ja mal. Snoopy Blobby! Wo wird denn hier geschossen? Da oben. Mit der Waffe drin ich mal gar nicht. Ah, ein Shotgun-Berg. Und tot. Der ist eh nicht, ob ich treffe oder nicht. Ja. Da ist mal. Oh nein, jetzt habt ihr den Berg hier. Rettet mich lieber. Halt durch, ich bin bei dir. Ja, ich bin bei dir. Halt Dankeschön. Ich helf dir, alles. Hier, vor allem hier rechts über uns ist einer, der schießt die ganze Zeit. So nicht. Jetzt war es auch so. Da ist noch ein Killer dabei. Noch einer. Hinter uns sind jetzt auch welche angezeigt. Klassische Falle. Ja, warum bin ich denn tot? Ich bin ganz übel mit Granaten werfen. Bleib bei mir! Okay. Oh, sehr gut. Ich wünschte nur, ihr würdet mich nicht verprügeln. Warum? Weil es echt weh tut. Guter Morgen von Claptrap. Aber wenn wir euch verprügeln, geht es uns besser. Ich weiß, aber hier gibt es ein Schlecht. Ja, dann haben wir das Camp hier. Morgen verprügeln, Claptrap. Müssen wir uns beeilen, auf alle Fälle. Haben wir das Camp hier ausgerottet? Ich würde sagen, das ist auch ein guter Zeitpunkt, um die Folge zu beenden. Ich mach es noch wieder auf. Ja, danke schön. Der kleine Zwerg hat eh so eine kleine Affinität zu Boden. Zwerge halt so sind. Jo, ich würde sagen, wir legen den jetzt noch um, aber ich sag schon mal Tschüss, bis zur nächsten Folge. Bis dann!